Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich habe euch eigentlich für ein ganz anderes Projekt gefragt. Wenn ihr mir nur eine Frage stellen könntet, was diese Frage wäre, also was ist die wichtigste Frage, die ihr an mich habt. Und ich habe die fünf coolsten jetzt nochmal so für mich rausgesucht. Die habe ich hier in meinem Handy stehen und möchte gerne jetzt in einer Art Q&A-Video für euch beantworten, weil ich das schon ewig nicht mehr gemacht habe. Und es war jetzt eine sehr spontane Idee. War eigentlich nicht so geplant. Mit den Fragen mache ich eigentlich was anderes. Aber wir machen das mal trotzdem und wir starten auch direkt rein, damit es nicht zu lang wird, mit Frage Nummer 1. Wie schaffe ich es, in dem Dauerstress an mich zu denken? Als erstes ist es eine Entscheidung. Es ist eine Entscheidung, dich wichtig zu nehmen und dich nicht zu vergessen. Und dann ist es auch immer ein Blickwinkel. Also, ich bin alleinerziehend mit zwei Kindern, ich bin selbstständig, ich muss hier den Haushalt schmeißen. Man könnte also auch sagen, ich bin vielleicht dauergestresst oder ich lebe im Dauerstress, aber ich sehe es nicht so. Und da kommt dieses Perspektivwechsel oder welche Meinung habe ich denn über das Leben? Und da fängt es für mich schon an, dieses wie bewerte ich Dinge. Also Dauerstress ist ein unglaublich negativ belegtes Wort, da fängt es also schon an. Und dann dieses, wenn ich mich selbst nicht wichtig nehme, wenn ich nicht liebevoll zu mir selbst bin, wenn ich irgendwie tief in mir vielleicht den Glaubenssatz habe, ich habe das gar nicht verdient, ich habe es nicht verdient, Gutes zu erleben, dann vergesse ich mich natürlich. Natürlich, das ist so ein Muster, was in mir abläuft, natürlich vergesse ich das dann einfach. Also da beginnt die Arbeit, die Entscheidung zu treffen, mich wichtig zu nehmen, auch in meinem sehr vollgepackten Alltag Zeit für mich zu finden. Und die gibt es immer, davon bin ich überzeugt. Damit beginnt es. Dann auch gerne zu gucken, hey, was sind denn diese unterbewussten Muster, die in mir ablaufen? Was sind denn das für Glaubenssätze? Und die zu bearbeiten, weil dann fällt es dir leichter, die Zeit für dich zu nehmen. Und dann aktiv dir diese Zeit zu nehmen. Es ist deine Entscheidung, deine Handlung. Niemand im Außen sagt dir, gönn dir doch jetzt mal. Komm, jetzt haben wir aber gerade 15 Minuten, mach doch jetzt mal dies oder jenes. Es kommt niemand. Und es werden sich auch nicht erst die äußeren Umstände verändern. Du wirst immer Dauerstress haben, wenn du so ein Typ bist, der das lebt und anzieht. Wirst du immer Dauerstress haben. Wirst du nie Zeit für dich finden. Es ist deine Entscheidung, aber auch deine Handlung, aktiv etwas dafür zu tun, dir Zeit für dich zu nehmen. Und das Schöne ist, dazu bekommt ihr bald noch Infos. Ich plane gerade wieder eine Mama-Me-Time-Challenge. Also genau dieses, hey, wo finde ich denn die Zeitlücken für mich? Wie kann ich innerlich an mir arbeiten, dass ich mich so wichtig wieder nehme, dass ich tatsächlich die Zeit für mich nutze? Und wie nutze ich die Zeit denn dann tatsächlich effektiv, um dann entspannter, ruhiger, geduldiger, gelassener aus meiner Me-Time zu gehen? Aber für mich ist das mittlerweile so easy peasy geworden. Wisst ihr, was ich, also wir halten nochmal die Fakten fest. Alleinerziehend, mit zwei Schulkindern, berufstätig, schmeiß meinen Haushalt, ich mache alles alleine. Und ich sage immer, ich bin zu 100% alleinerziehend. Das bin ich jetzt seit 3 Jahren. Das heißt, ich mache wirklich alles alleine. Und ich habe nicht dieses klassische System vielleicht von jedes zweite Wochenende habe ich Kinder frei. Ne? Also das sind erstmal so die Belastungen, wie das vielleicht einige sehen würden. Und auf der anderen Seite schaffe ich es aktuell, täglich Sport zu machen, täglich Yoga zu machen, zu lesen. Ich male gerade super viel. Ich habe eine Journal-Routine, die ich jeden Tag mache. Ich mache jeden Tag EFT. Ich höre mir jeden Tag eine Hypnose an. Ich habe jeden Tag Zeit für eine Meditation. Wenn es gut kommt, schaffe ich sogar auch noch spazieren zu gehen. Und das ist nicht anstrengend und es ist nicht schwer, weil sich das im Laufe der Jahre einfach so für mich entwickelt hat, dass es so einfach geworden ist, mir diese Zeit für diese Routine zu nehmen. Und weil ich weiß, ich bin heute nur in diesem Status, ich lebe heute nur dieses Leben aufgrund der Entscheidungen für mich, für mein Leben und aufgrund dessen, dass ich diese Routine mache.
die mir Kraft, Energie, Ruhe, Gelassenheit schenken. Sonst würde ich das alles nicht so gut gebacken kriegen. Also ich brauche die. Und weil ich das weiß, tue ich es halt auch und nehme mir die Zeit dafür. Okay, solltet ihr weitere Fragen haben, stellt die ruhig gerne in die Kommentare, wenn euch jetzt im Laufe meines Monologs etwas auffiel und ihr denkt, ich wüsste gern noch, schreibt mir das gerne. Zweitens, wie kann ich so positiv wie du durchs Leben gehen? Ich möchte erstmal sagen, dass das nicht immer so war. Dass ich schon als Jugendliche mit Depressionen gehadert habe, Selbstmordgedanken hatte, dass ich ja dann Ende 2016, als mein zweites Kind ein halbes Jahr alt war, einen Burnout hatte, eine Depression hatte. Also es war nicht immer so. Also ich glaube auch, dass Menschen geboren werden und einfach von Grund auf diese positiven Menschen sind, weil sie auch so erzogen werden. Ich war nicht immer so. Und eben da an diesem Tiefpunkt habe ich dann mal für mich entschieden, habe ich mich fürs Leben entschieden. Ich habe mich dafür entschieden, leben zu wollen und nicht vom Leben gelebt zu werden. Mich nicht von meinen Krankheiten bestimmen zu lassen. Also das heißt, ich habe mich fürs Leben entschieden. Ich habe mich auch dafür entschieden, anders leben zu wollen, für meine Kinder eine bessere Mutter sein zu wollen. Und da begann dann mein Weg. Und da begann dann auch die Entwicklung von, hey, mal zu checken, was glaube ich denn von mir selbst? Wie schlecht behandle ich mich eigentlich selbst? Wie sind meine äußeren Umstände? Nämlich scheiße. Und das dann alles peu à peu, Schritt für Schritt zu ändern. Und es ist nicht immer toll. Also es ist auch manchmal, man nennt es Wachstumsschmerz. Man hat auch manchmal Phasen, wo man denkt, scheiße, möchte ich bitte alles nicht mehr, weil du fühlst viel. In diesem Prozess habe ich wieder angefangen zu fühlen. Also ich war jemand, der schon als Kind Gefühle in sich verpackt hat und die nicht zugelassen hat, weil das einfacher war. Und weil ich aber auch ein Mensch bin, der sehr stark die Gefühle von anderen Menschen adaptiert. Bin dafür sehr empfindlich, was mein Umfeld fühlt. Und in diesem Prozess als Kind habe ich dann einfach eine sehr dicke, sehr hohe Mauer errichtet, die mich von meinen Gefühlen schützt, die mich aber auch vor allen Dingen von den Gefühlen meines Umfeldes schützt. Und indem ich mich aber vor negativen Gefühlen scheinbar geschützt habe, habe ich auch alle anderen Gefühle außen vor gelassen. Also ich kann ja nicht sondieren zwischen, die positiven Gefühle lasse ich rein, aber die negativen nicht. Wenn du so eine Mauer hochziehst, schottest du einfach alles ab. Eben auch die positiven Gefühle. Und in meinem Prozess habe ich dann angefangen, diese Mauer Stück für Stück runterzufahren. Und dann bist du natürlich auch oft mit negativen Emotionen konfrontiert. Aber auch dafür habe ich ganz simple, einfache Systeme entwickelt, um auch mit denen viel, viel besser umgehen zu können und die als normal zu empfinden, als Teil meines Lebens zu empfinden und da nicht mehr so eine starke Abneigung dagegen zu haben. Und ein gutes Verhältnis zu meinen negativen Gefühlen zu entwickeln. Auch ein gutes Verhältnis zu meiner negativen Vergangenheit zu entwickeln. Und aber auch loszulassen und gut sein zu lassen, nachdem ich es für mich aufgearbeitet habe. Also das ist ein Prozess, es ist Arbeit, natürlich, aber es war auch das Beste, was ich für mich und mein Leben tun konnte. Und dann ist es auch wieder eine Entscheidung, dass ich das Leben liebe und dass das Leben mich liebt und dass ich Gutes verdient habe und dass mein Leben positiv sein darf. Dass ich mir das schon mal erlaube. Das hört sich jetzt so profan an, aber wenn man eben mal mit seinen inneren Systemen und Mustern und Glaubenssätzen arbeitet, die meisten von uns erlauben sich das nicht. Die meisten ziehen eher Schmerz an als Freude aufgrund unserer inneren Systeme. Und das habe ich einfach für mich verändert. Und deswegen nehme ich das Leben viel positiver wahr und lebe ein viel positiveres Leben. Drittens, wie schaffst du es, alles unter einen Hut zu bekommen und gelassen zu bleiben? Also ich habe ja schon gesagt, es ist viel in meinem Alltag. Ich war zum Glück schon immer ein sehr organisierter Mensch und ich habe auch für alles Pläne und Kalender und Notizen. Und ich brauche das für meinen Kopf, dieses Termine stehen irgendwo,
To-Dos stehen irgendwo. Ich habe einen super fetten Terminplaner, wo jeder Tag so eine komplette A5-Seite hat. Und dann nehme ich mir manchmal das nochmal und schreibe es nochmal mit Zeiteinteilungen runter. Also ich weiß, von dann bis dann mache ich das und das, von dann bis dann das und das, damit ich dann diesen Termin zeitgerecht wahrnehmen kann und so weiter und so fort. Also ich bin da ein sehr organisierter Mensch und ich brauche das eben auch. Und so funktioniert es aber sehr gut für mich. Aber es ist auch wieder dieses, ich regel das doch. Klar sind das meine Umstände, klar sind das meine ganzen Aufgaben, die ich machen muss, aber ich entscheide doch, wie ich das für mich regle und wie ich das für mich wahrnehme. Und ich bin so dankbar dafür, frei entscheiden zu können, wie ich meine Kinder erziehe, wie wir unseren Alltag regeln, das tun zu können. Ich könnte auch so super mich grämen, dass ich alleinerziehend bin und dass ich das alles alleine machen muss und wie scheiße das ist. Und natürlich habe ich diese Phasen. Aber dann switche ich es einfach wieder. Dann ändere ich die Perspektive und sehe so, ja, aber ich kann alles frei entscheiden. Ich kann doch alles so machen, wie ich das möchte. Wann wir das möchten, wie ich erziehen möchte. Ich muss keine Kompromisse eingehen, muss mit niemandem darüber diskutieren, wie wir das jetzt machen, weil ich das entscheide, wie ich das machen möchte. Und das ist doch eine super geile Freiheit. Und jetzt bin ich gerade irgendwie vom Thema so ein bisschen abgekommen. Wie ich alles unter einen Hut bekomme. Also es ist auch eine Entscheidung, auch da eine Entscheidung, dass das möglich ist, dass ich immer genug Zeit habe, zum Beispiel. Oder, also es ist halt so eine Affirmation, die du nutzen kannst. Ich habe immer genug Zeit für alles, meine To-Dos. Und auch den Blickwinkel zu verändern, das nicht immer als Last und Stress und Belastung zu sehen, sondern auch die positiven Seiten darin zu sehen. Und gelassen zu bleiben, ich glaube, da spielt Meditation eine super große Rolle, dass ich, also jetzt mittlerweile seit 6,5 Jahren eigentlich täglich meditiere und damit natürlich meinen Geist ganz anders reguliert habe. Also wenn andere vielleicht mit ihrem Stresslevel hier oben permanent sind, bin ich halt irgendwo da unten. Und dadurch fährst du natürlich nicht mehr so schnell aus der Haut. Aber es ist auch immer eine Übungssache, gelassen und geduldig zu bleiben. Es ist auch immer eine Entscheidung. Nehmen wir Beispiel, das ist so beim Thema Gelassenheit und Geduld mein Endgegner, Hausaufgaben mit meinen Kindern machen. Aber es ist immer eine Entscheidung, bevor ich mich da hinsetze zu sagen, und ich bleibe ruhig und geduldig. Und das kommuniziere ich auch mit meinen Kindern. Also ich sage diesen Satz auch laut. Jetzt für diese Hausaufgabenzeit bleibe ich ruhig und geduldig. Und mein Kind setzt genauso eine Affirmation, eine Intention für diese Zeit. Ich mache das so gut, wie ich kann, zum Beispiel. Oder auch ich bleibe ruhig und geduldig mit mir selbst. Oder. Oder ich mache meine Aufgaben mit Freude. Ich sehe diese Aufgaben als etwas Positives an. Schwierige Aufgaben lassen mich wachsen. Also es ist auch eine ganz offene Kommunikation mit meinen Kindern, weil sie dadurch natürlich ganz wertvolle Lebenslektionen lernen. Genau, also gelassen zu bleiben, da kann ich Meditation sehr empfehlen, weil es den Geist beruhigt, dich immer wieder runterholt. Aber es ist auch einfach eine Entscheidung. Und ich glaube, man muss auch, ich glaube, Gelassenheit, da darf man auch diesen Aspekt sehen von, wenn ich nicht gelassen bin, habe ich ja irgendwelche Gefühle in mir. Sei es jetzt Wut oder Aggression oder das Gefühl von Fremdbestimmung, was auch immer. Und das darf ich im Vorfeld, also nicht in dieser Situation, wo ich dann vielleicht meine Gelassenheit verliere, sondern im Vorfeld halt einfach bearbeiten. Ich darf ein Ventil finden für meine Aggression, für meine Wut. Ich darf arbeiten mit dem Thema der Fremdbestimmung und so weiter. Genau, also ich glaube, das sind alles die Aspekte davon. Vorletzte Frage, wie schaffst du es regelmäßig zu meditieren? Also das war wirklich auch so Schritt Nummer 1, den ich gegangen bin, wo ich für mich diese Entscheidung getroffen hatte, weil der Schmerz muss für was gut gewesen sein und ich möchte mein Leben jetzt umkrempeln. Und da dann auch der erste Schritt ist immer die Entscheidung für dich. Und du musst noch nicht wissen, wie. Du musst noch nicht mal dein Ziel unbedingt kennen. Kannte ich auch nicht. Aber dieses Offensein für die Möglichkeit und dann kamen die Dinge zu mir. Dann habe ich plötzlich auf Instagram einer, der ich schon jahrelang gefolgt bin, die hat ein Buch vorgestellt.
Und das hat mich angesprochen. Und dann habe ich dieses Buch gelesen und in diesem Buch ging es um Unterbewusstsein, um Meditation. Und dachte ich, ja cool, probiere ich das aus. Dann habe ich eine 30-Tage-Meditations-Challenge für mich gemacht. Das war im November 2016, das weiß ich noch ganz genau. Und seitdem meditiere ich jeden Tag, weil ich da gespürt habe, wie geil das ist. Und dass das so mein Ding ist, um zur Ruhe zu kommen, um mir Zeit für mich zu nehmen, um eben geduldiger und gelassener zu werden, um aber auch Dinge für mich zu verarbeiten, um loszulassen, um Selbstliebe zu üben, um Dankbarkeit zu üben, um mein Herz zu öffnen, um Negatives zu verarbeiten und so weiter und so fort. Das war so mein und ist immer noch mein Nummer 1 Tool. Und auch da sind wir wieder, was ich schon am Anfang gesagt habe, ich mache, weil ich weiß, dass es essentiell wichtig für mich und meinen inneren Frieden ist und dass es mir so, so gut tut. Und deswegen mache ich es regelmäßig. Ich kann euch aber empfehlen, wenn ihr halt in diesem Status vielleicht noch nicht seid, Challenges sind immer gut. Also wie gesagt, ich habe so mit so einer 30-Tage-Meditations-Challenge angefangen. Ansonsten, wenn ich neue, andere Routinen etabliere, liebe ich Habit-Tracker. Heißt ein Zettel, 30 Tage, die Routine steht vorne und du hackst jeden Tag ab. Und das dann vielleicht auch mal über einen Zeitraum von 90 Tagen. Und dann ist es so in dir, in Fleisch und Blut übergegangen, dass du es automatisch machst, ohne es tracken zu müssen. Oder wenn du es dann nicht automatisch machst, ist es nicht dein Ding. Also vielleicht ist Meditation nicht das Ding deiner Wahl. Vielleicht ist es EFT, vielleicht ist es Yoga, vielleicht ist es was ganz anderes. Also auch das habe ich gelernt. Nicht jede Routine, die dir jemand empfiehlt, ist auch das Richtige für dich. Punkt. Ja, ich hoffe, das hat die Frage beantwortet. Und letzte Frage, was macht für dich eine gute Mutter aus? Und da möchte ich unbedingt, bevor ich die Frage beantworte, sagen, ich sage nicht dir, was eine gute Mutter ist. Also wer bin ich, dass ich dafür eine Definition aufstellen könnte? Ich kann euch aber sagen, was ich für mich, also wie ich als Mutter sein möchte, heißt, wie ich für mich mich selbst definiere, um sagen zu können, ich bin eine gute Mutter. Ich bin ein gutes Vorbild. Heißt, ich spreche gut mit mir, ich lebe gesund, ich umgebe mich mit guten Menschen, ich tue Dinge, die mir gut tun. In den Dingen bin ich ein Vorbild. Ich achte ganz stark auf das Wording, was ich benutze, aber was auch meine Kinder benutzen. Wir haben zum Beispiel, kennt ihr vielleicht, Kind zockt, passiert irgendwas, oh, ich bin so doof. Und da schreite ich schon ein und sage, das sagen wir bitte nicht über uns selbst. Wir sind nämlich super intelligent. Und dann muss das Kind 3 positive Formulierungen finden. Also ich achte sehr stark auf Wording. Weil das ist so schnell dahingesagt. Oh, bin ich doof. Genau, das war nämlich auch mein Fehler früher. Und da nisten sich eben diese negativen Glaubenssätze und Muster in unserem Unterbewusstsein fest. Also da bin ich auch super picky, wie meine Kinder sprechen, mit sich selbst, aber auch über andere. Alles, was ich für mich gelernt habe, gebe ich an meine Kinder weiter. Also auch die hören Affirmationen, auch die meditieren mal, auch die machen mal Yoga zum Beispiel. Also auch das ist für mich eine gute Mutter. Dieses Weitergeben, was für mich gut ist, Generationstraumata zu durchbrechen und das macht Arbeit. Aber auch das mache ich. Ansonsten sind wir hier sehr touchy. Also wir umarmen uns super viel, wir knuddeln ganz, ganz viel. Also auch das ist für mich wichtig in meiner Definition als Mutter, als gute Mutter. Körperkontakt, Körpernähe, ganz offene Gespräche. Also bei mir gibt es nicht dieses, darüber redet man nicht, das ist noch nicht für dich, nichts für dich, über Geld spricht man nicht. Oder, ganz schlimm, bitte fass dich da nicht an. Also ich bin sehr offen auf ganz vielen Gebieten. Im Sinne von, du hast eine Frage an mich, ich versuche sie so gut es geht zu beantworten, ansonsten fragen wir Google. Kindgerecht natürlich. Es gibt Bücher, die jedes Thema behandeln. Rassismus, Flucht, Tod, gleichgeschlechtliche Liebe, alles. Wenn du nicht weißt, wie du es ansprechen sollst, hol dir ein Kinderbuch zu dem Thema. Es gibt zu jedem Thema ein Buch.
Also ich bin da sehr offen in meiner Kommunikation. Ich möchte alle Fragen beantworten. Ich möchte keine Tabus oder irgendwas aufstellen. Ich bin auch sehr offen in meiner Kommunikation. Also ich möchte nicht meinen Kindern jetzt im Vorfeld schon eintrichtern, straight zu sein. Also warum sollte ich, wenn ich mit meiner Tochter spreche und wir irgendwie auf das Thema Liebesbeziehung kommen, immer automatisch davon ausgehen, dass sie später mal einen Freund hat? Und deswegen ist mein Wording immer, wenn du dann mal einen Freund oder eine Freundin hast. Genauso bei meinem Sohn. Einfach um das offen zu lassen, um meinen Kindern die Möglichkeit zu bieten, so frei wie möglich aufzuwachsen in ihrer Identitätsfindung und sie nicht sofort in Schubladen zu stecken. Ich bin super frei, wenn es um die Optik geht. Du willst dir die Haare schneiden? Ja, cool. Du willst dir die Haare nicht schneiden? Ja, auch cool. Du willst die Klamotten deines Bruders tragen? Ja, okay. Go for it. Okay? Oder ihr kommt zu mir und habt ein Thema. In der Schule war der und der doof zu euch. Immer besprechen. Niemals sagen, stell dich nicht so an. Oder da musst du jetzt durch. Immer besprechen. Immer und nochmal und nochmal und nochmal. Und wenn dein Kind fünfmal mit demselben Thema ankommt. Diese Sicherheit geben, ich bin da. Wir finden eine Lösung. Ich regel das für uns. Dass Kinder dieses Vertrauen haben. Also das ist das Wichtigste für mich, dass meine Kinder immer mit allem Scheiß zu mir kommen. Und wenn sie zu mir kommen und sagen, ich glaube, ich bin drogenabhängig geworden. Was können wir jetzt machen? Keine Ahnung. Aber dieses, ich möchte immer einen Raum schaffen von niemals Abwertung, immer willkommen heißen und Lösungsfindung. Dass sie mit allem zu mir kommen, auch mit jeder Frage zu mir kommen. Sei es dann, wenn es ums Verhütung geht oder wenn es eben um Drogen geht, keine Ahnung, dass diese Offenheit besteht und diese Sicherheit. Sie können mich alles fragen, sie können mit jedem Thema zu mir kommen. Das ist mir ganz, ganz, ganz wichtig. Auch Thema Gefühle, eben weil es bei mir nicht so war. Wir lassen alle Gefühle zu. Alle Gefühle sind gute Gefühle, auch die Wut und auch die Traurigkeit. Meinen Kindern beizubringen, wie kann ich mit diesen Gefühlen besser umgehen. Also das ist so viel, was ich so definiere, was für mich wichtig ist. Und ich glaube aber, niemand kann sich hinstellen und sagen, also eine gute Mutter ist. Weil das kannst nur du individuell für dich entscheiden. Was sind deine Werte? Die sind für jeden Menschen anders. Was sind die Werte deiner Familie? Und wie möchtest du das weitergeben? Was ist super wichtig für dich, für deine Kinder, für später? Vielleicht ist es Eigenständigkeit oder. Also, genau. So, das waren jetzt 5 der Fragen, die ich einfach mal ausgewählt habe. Solltest du sonst noch Fragen oder Kommentare haben zu dem, was ich hier gerade gesagt habe oder deine Gedanken teilen wollen, mach das super gerne in den Kommentaren. Wenn dir das Video gefallen hat, gib ihm gerne einen Daumen nach oben und abonniere diesen Kanal, falls du es noch nicht getan haben solltest. Und wir sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.